Ja, hatte uns der Maskenspieler gesagt, es gibt sie wirklich, die magische Maske, die Menschen Macht verleiht. Aber wie wirkt die Maske? Wem nutzt sie? Und vor allem, wo ist sie? Über 1000 Bahnkilometer sind wir gereist durch das Herzland von Indonesien, um ein Geheimnis zu lüften. Sonnenaufgang am Krater des Vulkans Bromo in Ostjava. Knapp 2400 Meter hoch, eine Landschaft unter Ascheschlamm. Wir sind mit ein paar Handvoll Touristen, meist Einheimische, hier oben, um das erste Licht des neuen Tages zu sehen. Der Bromo spielt eine wichtige Rolle in der Sagenwelt von Java. Er ist ein Wallfahrtsort der indonesischen Geschichtsmythen. Darum sind auch wir hier. Wir fahnden nach der geheimnisvollen Maske des Gajah Mada. Als im späten Mittelalter auf Java die alten buddhistischen und hinduistischen Königreiche nach und nach von der nach Indonesien vordringenden Religion des Islam verdrängt wurden, flohen die Anhänger des alten Glaubens hierher auf den Vulkan. Unter ihnen war, heißt es in der Sage, unser Hindu-Kanzler Gajah Mada. Touristen steigen auf zum Abstieg. Der Bergführer und sein Pferd demonstrieren, dass man selbst so nahe am Äquator frieren kann. Pferdchen sind auf diesen Pfaden trittsicherer als die Besucher. Dem Reporter ist der geliehene Anorak ebenso wie das geliehene Reittier entschieden zu klein. Hier ist jetzt zu fragen, wer leidet mehr, das Pferd oder ich? Am Bromo, so hat man uns erzählt, sei der große Gajah Mada zum letzten Mal lebend gesehen worden. Der Königshof, dem er als Kanzler gedient hatte, floh weiter nach Osten, übers Meer, nach Bali. Das ist noch heute hinduistisch. Aber Gajah Mada verschwand geisterhaft in dieser gigantischen Kraterlandschaft. Probolinggo heißt die Bahnstation unterhalb des großen Vulkans. Szenen wie aus dem Eisenbahnmuseum, hebelbetriebene Weichen, ein Bahnhofsvorsteher, der per Morse-Taste seine Züge weitermeldet. An der Einrichtung scheint sich seit dem Ende der holländischen Kolonialzeit nicht viel geändert zu haben. Richtig hektisch geht es hier eher selten zu. Ein Eilzug ist abgefertigt und rollt an und dann passiert etwas. Der Zug hält wieder an, Frau und Kind verspätet wollen noch mit. Allgemeine Menschenfreundlichkeit der indonesischen Staatsbahn oder ist der Mann der späten Dame vielleicht ein hohes Tier in der Gegend, womöglich ein Offizier? Wir kriegen es nicht raus.
Aber wer sagt's denn, dass man beim Warten auf dem Bahnhof von Probolingo nichts erleben kann? In den Waggons wird aus den Hafenstädten Kunstdünger hertransportiert und Passagiere fahren auch darauf. Zwar können wir nicht ergründen, warum auf fast allen Bahnanlagen, die wir besuchen, viele Ziegen herumlaufen. Aber wir lernen, Reisen bildet, wie die Ziege Pipi macht. Dann läuft er ein, der letzte Zug unserer Reise durch Japan. Er kommt pünktlich und er wird uns über die Berge im Osten zur Fähre nach Bali bringen. Dort haben wir ja noch etwas zu suchen. Die Mitreisenden sind auch hier freundlich, die fliegenden Händler hoffen aufs Geschäft. Nasi, Nasi, rufen sie, Reis, Reis. Und dann geht's los. Bei vorläufiger Bilanz unserer Suche nach Java Dolch und Java Maske sind Dolmetscher Tino und ich uns einig. Der Chris existiert aber nur als Symbol. Die Maske und die Wirklichkeit. In einem Buch, das wir gefunden haben, berichtet nämlich der ehemalige Botschafter von Singapur in Indonesien, dass er die Maske des Gajah Mada gesehen habe, und zwar auf Bali. Die Reisterrassen von Ostjava stehen denen von Bali kaum nach. Sie sind nur weniger touristisch erschlossen. Unser Express wird gezogen von einer 40 Jahre alten Maschine der Firma Krupp. Die meisten älteren Diesellokomotiven der indonesischen Eisenbahn stammen aus deutscher Produktion. Neuerdings kauft man die Loks von den USA. Die sind, sagt man uns, stärker. Und dann Endstation. Wir sind angelangt an Javas östlichstem Bahnhof in Banjuwangi. Unsere Zugreise endet ganz unzeremoniell. Schön an dieser Station ist eigentlich nur, dass man von hier aus in ein paar Busminuten auf der Fähre nach Bali ist. Passagiere sind meist lokale Geschäftsreisende oder einheimische Touristen. Und für die machen die Jungs vom Hafen ein bisschen Spaß. Fahrgäste werfen Geld ins Wasser, danach wird getaucht. Die Überfahrt nach Bali dauert nur eine halbe Stunde. Die beiden Inseln liegen auf Sichtweite voneinander entfernt. Ein letzter Blick auf Java. Das grüne Land unter brodelnden Vulkanen, das Land, in dem sanfte Menschen vergiftete Dolche tragen. Tatsächlich, wir kommen dem Maskengeheimnis immer näher. Madesija ist einer der ganz großen Maskensänger und Tänzer von Bali. Er ist schon in der ganzen Welt aufgetreten, in Deutschland,
einer der besten Maskenkenner Indonesiens. Er weiß auf Anhieb, welche Charaktere die Masken darstellen und ob sie künstlerisch etwas taugen. Er erzählt uns, dass er die Maske des Gajah Mada mit eigenen Augen gesehen hat, in einem balinesischen Königspalast. Die Maske gehört, sagt er, einem Adeligen hier, dessen Ahnen haben sie einst geschenkt bekommen von einem javanischen Königshaus. Bevor wir weiter fragen können, darf erst einmal Madhesijas Enkel Spaß mit Opa. Aber was ist mit der Java-Maske? Wie alt ist sie? Warum sagt man von ihr, dass sie ihrem Besitzer Macht verleiht? Der Maskenmacher sagt es nicht, weil er es nicht weiß oder weil er es nicht sagen will. Wir wissen viel, singt er, aber wir können doch nicht alle Sterne zählen oder alle Sandkörner im Meer. Anakku, jangan sekali kamu merasa dirimu sudah begitu pintar. Minta banyak, terima kasih. Danke, liebe Besucher, singt ihr, dass ihr gekommen seid. Die Java-Maske ist auf Bali. Wir haben sie also gefunden, oder? Bali, berühmt für seine malerischen Reisfelder, war einst ein unabhängiges Inselreich. Dann wurde es von Java hier erobert, wahrscheinlich von niemand anderem als dem Kanzler des Hindu-Reiches Majapahit, dem großen Gajah Mada. Während fast alle anderen Indonesier Moslems sind, blieb Bali hinduistisch. Wir sind im Haus des hohen Hindu-Priesters Ratu Pedanda Gyanyar. Wie überall auf der Insel werden hier ständig neue Opfer für die vielen Götter und Geister dargebracht. Sukarno, der erste Präsident von Indonesien, holte die Maske des Gajah Mada nach Jakarta, sagt der hohe Priester. Sein Nachfolger Suharto tat später das Gleiche, aber die Maske, sagt er, verschwand aus seinem Palast und war plötzlich wieder in Bali. Beide glaubten, dass die Maske ihnen helfen würde, das Land zu regieren. Gajah Mada war der einzige historische Staatsmann, der Indonesien hatte einigen können. Seine königliche Hochheit Igusti Ngura Jelantik ist der Erbe der Java-Maske. Er zeigt uns seinen Palast und seinen privaten Tempel. Es gibt viele größere und kleinere Könige auf Bali, die ihre adelige Tradition pflegen. Ja, sagt der König, die Maske ist hier. Manchmal lärmt sie ganz fürchterlich, sagt er. Bali dann hat das Wara. Krass, sekali itu. Sie machte dieses Geräusch, als es 1998 die Unruhen in Jakarta gab, als Suharto gestürzt wurde. Und sie lächelte, sagt er, als die neue demokratische Regierung gewählt war. Ja, sagt der König, es ist eine besondere Verantwortung, die Maske zu hüten. Ohne die Hilfe eines Priesters kann ich sie gar nicht anschauen. Vom Anblick bin ich hinterher tagelang erschöpft. Darum dürfen wir nur ein Foto sehen. Die Java-Maske.
Großer Mund, ein drittes Auge. Man kann sie nicht filmen und nicht fotografieren, sagt der König. Wo dann das Bild herkommt, fragen wir nicht. Wer will in mystischen Dingen schon spitzfindig sein? Dann warna merah. Wir verbringen noch viele Stunden im Palast des Königs von Labatu. Denn wir wollen überreden, uns doch die Maske selbst einmal zu zeigen. Dolmetscher Tino liest ihm die Beschreibung aus dem Buch des singapurianischen Botschafters vor, der einst die Maske gesehen hatte, hier in diesem Palast. Aber der König will nicht so recht, denn überhaupt, sagt er, geht es nur um eine große Zeremonie. Dafür ist jetzt die Zeit. Es ist spät geworden. Wir sind nicht zufrieden. Nun haben wir die Java-Maske gefunden, doch wieder nicht. Doch nur, weil wir sie nicht selbst sehen konnten, darf man wohl nicht zweifeln an der Macht der Mythen in Asien. Auf dem Heimweg ins Hotel treffen wir zufällig auf ein balinesisches Tanzfest. Keine Veranstaltung für Touristen, sondern eine der vielen religiösen Zeremonien, auf die die balinesischen Dorfgemeinschaften so großen Wert legen. Künstlerische Verfeinerung, stilistische Raffinesse, das sind Wesenszüge der balinesischen Kultur, die lange vor der Ankunft der ersten Touristen etabliert waren. Die balinesischen Königshöfe waren im 18. Jahrhundert heillos zerstritten und sie wetteiferten um stets neuere und feinere Hofrituale. Das wirkt noch immer nach. Im 19. Jahrhundert wurde Bali von Holland erobert in unglaublich blutigen Kolonialkriegen. Dann erst kamen die Touristen und waren von der blühenden Kultur hingerissen. Hier liegt der Ursprung des Image von Bali als spirituelles und künstlerisches Paradies. Fast zwei Jahre nach unserem ersten Besuch beim Besitzer der Java-Maske sind wir noch einmal nach Bali gekommen. Zur Zeit des großen Hindu-Festes Galungan. Tausende strömen zur Festzeit in die Tempel. Tradition und Religion sind mächtige Kräfte hier. Dies ist der Sakenan-Tempel. Dessen Fest bildet den Höhepunkt der Galungan-Tage. Es beginnt ein neues Jahr im hinduistischen Bali. Die Gläubigen hier haben im Alltag ganz weltliche, westliche Berufe, betreffen auch viele junge Leute. Ja, natürlich gehe ich am Wochenende in die Disco, sagt. Religion ist die Stütze meiner Existenz, aber ich führe selbstverständlich ein normales, modernes Leben. Nein, sagt er, ich sehe da keinen Konflikt. Es sind meist Dorfgemeinschaften, die zum Opfern in den Tempel kommen und Puppen mythischer Götterfiguren herantragen. Wer an solch hohen Festtagen den Sakenan-Tempel betreten möchte, muss sich vorschriftsmäßig einkleiden. Das gilt auch für den Reporter und das Kamerateam. Der König von Labatu persönlich passt auf, dass wir alles richtig machen. Zwei Lagen Tuch über die Hüften und am Kopf ein stramm gebundenes, speziell geformtes Tuchband. Ähnliches findet man auch in anderen Teilen Asiens. Vor besonderen Aufgaben bindet man den Kopf fest ein. Das soll die Konzentration auf ein Ziel fördern. So ist es auch hier gedacht, bestätigt der König. Die Form des Bandes aber, sagt er, ist spezifisch balinesisch. Zusammen mit Dolmetscher Tino gehen wir mit dem König von Labatu zum großen Tempelfest.
Der König spricht vom Unterschied zwischen dem Hinduismus Indiens und von Bali. In den Formen, sagt er, dominieren unsere eigenen ursprünglichen Traditionen. Das Hindu-Fest ist ein großes Familienereignis. Es gehen auch in deutlichem Kontrast zum islamischen Java viele junge Paare gemeinsam zum Tempel. Wie bei Jahrmarkt oder Kirchweih europäischer Tradition gehören Verkaufsstände für Erfrischungen und Andenken zum Bild des Tages. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zum Hinduismus in Indien, sagt der König. Wir haben auf Bali zwar Priester und Adelige, aber praktisch kein Kastenwesen. Solche Feste, sagt der König, dienen zur Erhaltung der Harmonie in der Welt. Die Zeremonien ehren unsere Vorfahren und die sind Vermittler zwischen Menschen und Göttern. Harmonie in der Welt, sagt der König, bedeutet auch, dass man mit der Natur behutsam umgeht. Der König hätte gern eine Abkürzung ins Innere des Tempels genommen, aber der Einweiser, so viel Demokratie möchte schon sein, verweist ihn in die Warteschlange. Dort herrscht unglaubliches Gedränge und massive Hitze. Schubweise werden die Gläubigen in den Tempel aufgeschleust. Der König betet zu seinen Vorfahren, die er für ein paar hundert Jahre zurückverfolgen kann. Sie dienten einst als balinesische Adelige den Königen auf Java. Die Götter Balis sind nicht in erster Linie die großen Gestalten der hinduistischen Religion. Hier betet man zu Ahnen und Geistern und die werden unermüdlich mit Opfern und Geschenken bei Laune gehalten. Als einer der bedeutenden Geister gilt unser Großkanzler Gajamada, dessen Maske wir gesucht haben. Er gilt manchen als Inkarnation des Hindu-Gottes Vishnu. Ein javanischer Politiker des Mittelalters machte also Karriere als Gott auf Bali. Die Maske des Gajamada, sagt Igustin Gurajelantik, befähigt nicht nur zum Regieren eines Landes. Wer die Maske besitzt, kann auch andere Einheiten, kleine oder große Unternehmen führen. Darum kommen viele Leute hierher mit der Maske zu meditieren. Indonesia juga banyak mengunjungi ke tempat kami di sini, yaitu di Puri Ageng Blabato. Der König von Blabato hat sein Zögern aufgegeben. Er wird die Maske zeigen in einer Zeremonie, zu der die anderen Könige von Bali eingeladen sind. Wir dürfen dabei sein, die ersten Gäste treffen ein. Fast hätten wir ihn nicht erkannt. Unser Maskenspieler, der uns den entscheidenden Tipp zum Finden der Java-Maske gab, ist auch hier. Ein Gamelan-Orchester spielt für die Gäste klassische Musik. Die Könige haben keine politische Macht mehr auf Bali, aber der Adel besitzt noch großen Einfluss, versteht sich als Kulturvermittler. Und der König von Blabato hütet die Java-Maske, das gibt ihm großes Prestige in dieser Runde. Könige, Königinnen und auch ein prinzliches Geschwisterpaar sind mehr oder weniger gespannt auf das, was kommen wird. Manche der Gäste haben die Maske schon einmal gesehen, viele nicht. Ein Hindu-Priester und sein Gehilfe bringen reichliche Opfergaben dar. Nur so kann die Maske hinreichend besänftigt werden. In
dann ist es soweit, die Gäste werden auf die Empore gebeten. Dort oben steht auf dem Altar ein Futteral mit der Maske. Der König wird sie herausnehmen und zeigen. Unsere Kamera dürfen wir jetzt nicht näher heranbringen, sie auch gar nicht laufen lassen. Wir tun es heimlich. Wir sehen eine rot lackierte Holzmaske unbestimmten Alters. Nur schemenhaft erkennt sie die Kamera, als behalte der König recht. Sie will nicht gefilmt werden. Der Priester beendet das Ritual mit einem Segen. Die Maske des Gajamada wird nur sehr selten gezeigt. Die Gäste hier wissen um die große Bedeutung des Spirituellen für die Menschen in Indonesien. Sie zeigen Respekt. Der König ist auch körperlich sichtbar erschöpft. Die Nähe der Maske, sagt er, ist ungeheuer anstrengend. Und er hatte sich wirklich Sorgen wegen unserer Anwesenheit gemacht. Jetzt ist er erleichtert. Und dann beginnt der gesellige Teil des Festes. Das Abendessen wird herangetragen. Die Könige tauschen Meinungen über die Maske aus. Ihr Stil ist eindeutig javanisch, heißt es, etwa 500 Jahre alt. Sie ist das bedeutendste Stück einer ganzen Sammlung verschiedener alter Masken. Zur gleichen Zeit am anderen Ende der Insel ein Touristenstrand. Nur wenige Gäste hier kommen in so nahen Kontakt mit der spirituellen Welt von Bali wie wir bei unserer Suche nach dem Geheimnis der Java-Maske. Nun haben wir die Maske des Gajamada für die Kamera bekommen, oder nicht. Mancher Ort auf der Insel lässt kaum noch ahnen, welche Rolle mystisches Denken für die Balinesen auch heute spielt. Anders als viele Regionen Indonesiens, sagen die Bewohner von Bali, sind wir von Unruhen verschont geblieben, weil sie hier auf unserer Insel ist, die Maske des Gajamada. Volga Suharto tat später das Gleiche, aber die Maske, sagt er, verschwand aus seinem Palast und war plötzlich wieder in Bali. Beide glaubten, dass die Maske ihnen helfen würde, das Land zu regieren. Gajamada war der einzige historische Staatsmann, der Indonesien hatte einigen können. Augustin Gurajelantik ist der Erbe der Java-Maske. Er zeigt uns seinen Palast und seinen privaten Tempel. Es gibt viele größere und kleinere Könige auf Bali, die ihre adelige Tradition pflegen. Ja, sagt der König, die Maske ist hier. Manchmal lärmt sie ganz fürchterlich, sagt er. Bali dann ada suara. Keras sekali itu. Sie machte dieses Geräusch, als es 1998 die Unruhe in Jakarta gab, als Suharto gestürzt wurde. Und sie lächelte, sagt er, als die neue demokratische Regierung gewählt war.
Ja, sagt der König, es ist eine besondere Verantwortung, die Maske zu hüten. Ohne die Hilfe eines Priesters kann ich sie gar nicht anschauen. Vom Anblick bin ich hinterher tagelang erschöpft. Darum dürfen wir nur ein Foto sehen. Die Java-Maske. Großer Mund, ein drittes Auge. Man kann sie nicht filmen und nicht fotografieren, sagt der König. Wo dann das Bild herkommt, fragen wir nicht. Wer will in mystischen Dingen schon spitzfindig sein? Dann warna merah. Wir verbringen noch viele Stunden im Palast des Königs von Labatu. Denn wir wollen überreden, uns doch die Maske selbst einmal zu zeigen. Dolmetscher Tino liest ihm die Beschreibung aus dem Buch des singapurianischen Botschafters vor, der einst die Maske gesehen hatte, hier in diesem Palast. Aber der König will nicht so recht, denn überhaupt, sagt er, geht es nur um eine große Zeremonie. Dafür ist jetzt die Zeit. Es ist spät geworden. Wir sind nicht zufrieden. Nun haben wir die Java-Maske gefunden, doch wieder nicht. Doch nur, weil wir sie nicht selbst sehen konnten, darf man wohl nicht zweifeln. An der Macht sind wir gekommen. Zur Zeit des großen Hindu-Festes Galungan. Tausende strömen zur Festzeit in die Tempel. Tradition und Religion sind mächtige Kräfte hier. Der Sakenan-Tempel. Dessen Fest bildet den Höhepunkt der Galungan-Tage. Es beginnt ein neues Jahr im hinduistischen Bali. Die Gläubigen hier haben im Alltag ganz weltliche, westliche Berufe. Wir treffen auch viele junge Leute. Ja, natürlich gehe ich am Wochenende in die Disco, sagt er. Religion ist die Stütze meiner Existenz, aber ich führe selbstverständlich ein normales, modernes Leben. Nein, sagt er, ich sehe da keinen Konflikt. Es sind meist Dorfgemeinschaften, die zum Opfern in den Tempel kommen und Puppen mythischer Götterfiguren herantragen. Wer an solch hohen Festtagen den Sakenan-Tempel betreten möchte, muss sich vorschriftsmäßig einkleiden. Das gilt auch für den Reporter und das Kamerateam. Der König von Labatu persönlich passt auf, dass wir alles richtig machen. Zwei Lagen Tuch über die Hüften und am Kopf ein stramm gebundenes, speziell geformtes Tuchband. Ähnliches findet man auch in anderen Teilen Asiens. Vor besonderen Aufgaben bindet man den Kopf fest ein. Das soll die Konzentration auf ein Ziel fördern. So ist es auch hier gedacht, bestätigt der König. Die Form des Bandes aber, sagt er, ist spezifisch balinesisch. Zusammen mit Dolmetscher Tino gehen wir mit dem König von Labatu zum großen Tempelfest. Der König spricht vom Unterschied zwischen dem Hinduismus Indiens und dem Bali. In den Formen, sagt er, dominieren unsere eigenen ursprünglichen Traditionen. Das Hindu-Fest ist ein großes Familienereignis. Es gehen auch in deutlichem Kontrast zum islamischen Java viele junge Paare gemeinsam zum Tempel. Wie bei Jahrmarkt oder Kirchweih europäischer Tradition gehören Verkaufsstände für Erfrischungen und Andenken zum Bild des Tages. Einige von Bali eingeladen sind. Wir dürfen dabei sein, die ersten Gäste treffen. Fast hätten wir ihn nicht erkannt. Unser Maskenspieler, der uns den entscheidenden Tipp zum Finden der Java-Maske gab, ist auch hier. Ein Gamelan-Orchester spielt für die Gäste klassische Musik.
Die Könige haben keine politische Macht mehr auf Bali, aber der Adel besitzt noch großen Einfluss, versteht sich als Kulturvermittler. Und der König von Blabatu hütet die Java-Maske, das gibt ihm großes Prestige in dieser Runde. Könige, Königinnen und auch ein prinzliches Geschwisterpaar sind mehr oder weniger gespannt auf das, was kommen wird. Manche der Gäste haben die Maske schon einmal gesehen, viele nicht. Ein Hindu-Priester und sein Gehilfe bringen reichliche Opfergaben dar. Nur so kann die Maske hinreichend besänftigt werden. Und dann ist es soweit, die Gäste werden auf die Empore gebeten. Dort oben steht auf dem Altar ein Futteral mit der Maske. Der König wird sie herausnehmen und zeigen. Unsere Kamera dürfen wir jetzt nicht näher heranbringen, sie auch gar nicht laufen lassen. Wir tun es heimlich. Wir sehen eine rot lackierte Holzmaske unbestimmten Alters. Nur schemenhaft erkennt sie die Kamera, als behalte der König recht. Sie will nicht gefilmt werden. Der Priester beendet das Ritual mit einem Segen. Die Maske des Gajamada wird nur sehr selten gezeigt. Die Gäste hier wissen um die große Bedeutung des Spirituellen für die Menschen in Indonesien. Sie zeigen Respekt. Der König ist auch körperlich sichtbar erschöpft. Die Nähe der Maske, sagt er, ist ungeheuer anstrengend. Und er hatte sich wirklich Sorgen wegen unserer Anwesenheit gemacht. Jetzt ist er ernüchtert. Und dann beginnt der gesellige Teil des Festes. Das Abendessen wird herangetragen. Die Könige tauschen Meinungen über die Maske aus. Ihr Stil ist eindeutig javanisch, heißt es. Aber was ist mit der Java-Maske? Wie alt ist sie? Warum sagt man von ihr, dass sie ihrem Besitzer Macht verleiht? Der Maskenmacher sagt es nicht, weil er es nicht weiß oder weil er es nicht sagen will. Wir wissen viel, singt er, aber wir können doch nicht alle Sterne zählen oder alle Sandkörner im Meer. Anakku, jangan sekali kamu merasa dirimu sudah begitu pintar. Minta banyak, terima kasih. Danke, liebe Besucher, singt ihr, dass ihr gekommen seid. Die Java-Maske ist auf Bali. Wir haben sie also gefunden, oder? Bali, berühmt für seine malerischen Reisfelder, war einst ein unabhängiges Inselreich. Dann wurde es von Java hier erobert, wahrscheinlich von niemand anderem als dem Kanzler des Hindu-Reiches, Majapahit, dem großen Gajamada. Während fast alle anderen Indonesier Moslems sind, blieb Bali hinduistisch. Wir sind im Haus des hohen Hindu-Priesters Ratu Pedanda Gyanyar. Wie überall auf der Insel werden hier ständig neue Opfer für die vielen Götter und Geister dargebracht. Sukarno, der erste Präsident von Indonesien, holte die Maske des Gajamada nach Jakarta, sagt der hohe Priester. Sein Nachfolger Suharto tat später das Gleiche, aber die Maske, sagt er, verschwand aus seinem Palast und war plötzlich wieder in Bali.
Nah, kepercayaan dan keyakinan itu. Beide glaubten, dass die Maske ihnen helfen würde, das Land zu regieren. Gajah Mada war der einzige historische Staatsmann, der Indonesien hatte einigen können. Sebelum Iran Jaya, ya. Seine König. Aber was ist mit der Java-Maske? Wie alt ist sie? Warum sagt man von ihr, dass sie ihrem Besitzer Macht verleiht? Der Maskenmacher sagt es nicht, weil er es nicht weiß oder weil er es nicht sagen will. Wir wissen viel, singt er, aber wir können doch nicht alle Sterne zählen oder alle Sandkörner im Meer. Anakku, jangan sekali kamu merasa dirimu sudah begitu pintar. Minta banyak, terima kasih. Danke, liebe Besucher, singt ihr, dass ihr gekommen seid. Die Java-Maske ist auf Bali. Wir haben sie also gefunden, oder? Bali, berühmt für seine malerischen Reisfelder, war einst ein unabhängiges Inselreich. Dann wurde es von Java her erobert, wahrscheinlich von niemand anderem als dem Kanzler des Hindu-Reiches, Majapahit, dem großen Gajah Mada. Während fast alle anderen Indonesier Moslems sind, blieb Bali hinduistisch. Wir sind im Haus des hohen Hindu-Priesters Ratu Pedanda Gyanyar. Wie überall auf der Insel werden hier ständig neue Opfer für die vielen Götter und Geister dargebracht. Sukarno, der erste Präsident von Indonesien, holte die Maske des Gajah Mada nach Jakarta, sagt der hohe Priester. Sein Nachfolger Suharto hat später das Gleiche, aber die Maske, sagt er, verschwand aus seinem Palast und war plötzlich wieder in Bali. Beide glaubten, dass die Maske ihnen helfen würde, das Land zu regieren. Gajah Mada war der einzige historische Staatsmann, der Indonesien hatte einigen können. Seine königliche Hochheit Igustin Gurajelantik ist der Erbe der Java-Maske. Er zeigt uns seinen Palast und seinen privaten Tempel. Es gibt viele größere und kleinere Könige auf Bali, die ihre adelige Tradition pflegen. Ja, sagt der König, die Maske ist hier. Manchmal lärmt sie ganz fürchterlich, sagt er. Sonnenaufgang am Krater des Vulkans Bromo in Ostjava. Knapp 2400 Meter hoch, eine Landschaft unter Ascheschlamm. Wir sind mit ein paar Handvoll Touristen, meist Einheimische, hier oben, um das erste Licht des neuen Tages zu sehen. Der Bromo spielt eine wichtige Rolle in der Sagenwelt von Java. Er ist ein Wallfahrtsort der indonesischen Geschichtsmythen. Darum sind auch wir hier. Wir fahnden nach der geheimnisvollen Maske des Gajah Mada. Als im späten Mittelalter auf Java die alten buddhistischen und hinduistischen Königreiche nach und nach von der nach Indonesien vordringenden Religion des Islam verdrängt wurden,
flohen die Anhänger des alten Glaubens hierher auf den Vulkan. Unter ihnen war, heißt es in der Sage, unser Hindu-Kanzler Gajamada. Touristen steigen auf zum Abstieg. Der Bergführer und sein Pferd demonstrieren, dass man selbst so nahe am Äquator frieren kann. Die Pferdchen sind auf diesen Pfaden trittsicherer als die Besucher. Dem Reporter ist der geliehene Anorak ebenso wie das geliehene Reittier entschieden zu klein. Hier ist jetzt zu fragen, wer leidet mehr, das Pferd oder ich? Am Bromo, so hat man uns erzählt, sei der große Gajamada zum letzten Mal lebend gesehen worden. Der Königshof, dem er als Kanzler gedient hatte, floh weiter nach Osten, übers Meer, nach Bali. Das ist noch heute hinduistisch. Aber Gajamada verschwand geisterhaft in dieser gigantischen Kraterlandschaft. Probolinggo heißt die Bahnstation unterhalb des großen Vulkans. Szenen wie aus dem Eisenbahnmuseum, hebelbetriebene Weichen, ein Bahnhofsvorsteher, der per Morse-Taste seine Züge weitermeldet. An der einen hier betet man zu Ahnen und Geistern und die werden unermüdlich mit Opfern und Geschenken bei Laune gehalten. Als einer der bedeutenden Geister gilt unser Großkanzler Gajamada, dessen Maske wir gesucht haben. Er gilt manchen als Inkarnation des Hindu-Gottes Vishnu. Ein javanischer Politiker des Mittelalters machte also Karriere als Gott auf Bali. Die Maske des Gajamada, sagt Igustin Gurajelantik, befähigt nicht nur zum Regieren eines Landes. Wer die Maske besitzt, kann auch andere Einheiten, kleine oder große Unternehmen führen. Darum kommen viele Leute hierher mit der Maske zu meditieren. Indonesia juga banyak mengunjungi ke tempat kami di sini, yaitu di Puri Ageng Blabato. Der König von Blabato hat sein Zögern aufgegeben. Er wird die Maske zeigen in einer Zeremonie, zu der die anderen Könige von Bali eingeladen sind. Wir dürfen dabei sein, die ersten Gäste treffen ein. Fast hätten wir ihn nicht erkannt. Unser Maskenspieler, der uns den entscheidenden Tipp zum Finden der Java-Maske gab, ist auch hier. Ein Gamelan-Orchester spielt für die Gäste klassische Musik. Die Könige haben keine politische Macht mehr auf Bali, aber der Adel besitzt noch großen Einfluss, versteht sich als Kulturvermittler. Und der König von Blabato hütet die Java-Maske, das gibt ihm großes Prestige in dieser Welt. Könige, Königinnen und auch ein prinzliches Geschwisterpaar sind mehr oder weniger gespannt auf das, was kommen wird. Manche der Gäste haben die Maske schon einmal gesehen, viele nicht. Ein Hindu-Priester und sein Gehilfe bringen reichliche Opfergaben dar. Nur so kann die Maske hinreichend besänftigt werden. Dann ist es soweit, die Gäste werden auf die Empore gebeten. Dort oben steht auf dem Altar ein Futteral mit der Maske. Der König wird sie herausnehmen und zeigen. Unsere Kamera.